Hi Leute und herzlich willkommen zurück hier bei Yogis Technik-Ecke. Es ist Sommer, auch wenn es hier in meiner Region eher Herbst ist von den Temperaturen und dem Klima her. Aber vielleicht kommen ja noch ein paar warme Tage. Und für diese habe ich hier von Li Leng, oder um genau zu sein, eigentlich von Easy Egg sollte der sein, einen kleinen Ventilator mit verbautem Lithium-Ionen-Akku. Hier mal eben die technischen Daten, denn alles andere ist chinesisch. Mit drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen, einer wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterie und demnach der Möglichkeit des mobilen Betriebs. Das ist auf jeden Fall cool, gerade im Sommer draußen im Garten oder natürlich auch am Computer. So, hier sehen wir jetzt nämlich, dass das Ganze von Easy Egg stammt. Hier haben wir die Bestandteile des Lüfters, den Ein- und Ausschaltknopf, LEDs und so weiter. Hier nochmal die technischen Daten, die Umdrehungszahlen von 2200 bis 2900 Umdrehungen pro Minute hier einstellbar, die Geschwindigkeit. Einschalten, ausschalten, aufladen, Garantie, Anmerkungen. Naja, hier gibt es auch nicht wirklich zu wissen. Was ist das hier noch? Eine Garantiekarte nehme ich an oder ein Hinweis, dass wir ein Review verfassen können. Ja, das mache ich dann gerade im Endeffekt schon. So sieht das schöne Stück aus. Wirkt eigentlich auf den ersten Blick bis auf das glänzende Kunststoff hier vorne sehr hochwertig, kann man sagen. Naja, nicht sehr hochwertig, aber nicht so billig, wie ich es mir vielleicht vorgestellt hätte. Wir schauen mal hier, ob der schon Power hat. Nee, offensichtlich noch nicht. Oder ist da wahrscheinlich ein Kontaktschutz an der Batterie? Wir schauen mal. Genau, das hier ist der Lithium-Ionen-Akku. Und hier, wie ich vermutet habe, ein Kontaktschutz. Jetzt sollte das gute Stück funktionieren. Da sehen wir den Batterietyp. Nicht sehr aussagekräftig. Auch von der Kapazität steht da nichts weiter drauf. Wir haben noch das Typenschild hier hinten. Steht da vielleicht irgendwo was? 18.650. Das wäre eine sehr, sehr große Batterie. Das glaube ich kaum, dass so viele Milliampere-Stunden hier drin unterzubringen sind. Aber zumindest läuft er. Stufe 1. Wie komme ich hier auf die nächste Stufe? Achso, okay. Nehme ich nochmal On, drücke auf Stufe 2 und Stufe 3. Ihr könnt es, denke ich, mal deutlich hören. Der macht auch ziemlich Wind, muss ich sagen. Wenn ich mir den hier so vors Gesicht halte, dann muss ich ziemlich nach Luft schnappen. Und Stufe 4 gibt es nicht. Dafür geht hier auf der Seite eine kleine LED an. Ein Notlicht für Campingsituationen im Zelt oder sonstige nächtliche Ausflüge. Auf der rechten Seite der Micro-USB-Anschluss zum Aufladen des Akkus mit Strom oder natürlich auch zum stationären Betrieb, zum Beispiel am Computer. Im Sommer ziemlich cool, wie gesagt, wenn er hier nochmal nach Deutschland kommen sollte. Ist auch gar nicht allzu laut, wie ich finde, obwohl er, wie gesagt, auf Stufe 3 ziemlich Gas gibt. Wenn ich mir den so, ja, ins Gesicht pusten lasse hier, dann muss ich, wie gesagt, ziemlich nach Luft schnappen. Und aus diesem Grund leistet der auf jeden Fall auch draußen seinen Dienst. Das kann man sagen, selbst wenn es da mal einen kleinen Windstoß gibt. Man hat eigentlich immer, ja, den Hauptwindstoß sozusagen vom Ventilator im Gesicht. Den bekommt man ab, der ist stark genug, damit das nicht von der Außenluft sozusagen verweht wird. Man kann damit das Sonnungserlebnis auf jeden Fall ein bisschen angenehmer und kühler gestalten. Ansonsten, wie gesagt, als Arbeitsventilator sehr geeignet am Computer, wenn es zu heiß wird in den warmen Tagen. Leider natürlich nicht schwenkbar, deshalb müssen hier einige Leute mit Sicherheit mit den Augen ein bisschen aufpassen. Leute, die empfindliche Augen haben, bei Windeinwirkung oder natürlich auch auf den Nacken, auf den Hals, dass man hier keine Verspannungen oder womöglich Kopfschmerzen bekommt. Da bin ich recht empfindlich, wenn ich zum Beispiel im Zug von zwei offenen Fenstern sitze. Das ist bei sowas hier, bei längerer, sich nicht bewegender Windeinwirkung sozusagen auch durchaus möglich. Ansonsten auf jeden Fall eine coole Sache, ein cooles Gadget für den Sommer, und mehr kann ich euch im Grunde genommen schon nicht dazu erzählen zum kleinen USB-Akku-betriebenen Lüfter von Easy Egg. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eine positive Bewertung da lasst, wenn euch das in irgendeiner Weise weitergeholfen, informiert oder unterhalten hat. Facebook, Twitter, Like, Abo, Follows und was es nicht sonst noch so alles gibt, könnt ihr mir natürlich auch da lassen, könnt ihr besuchen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Macht's gut, vom Yogi285. Ciao, ciao.